Hallo und herzlich willkommen auf PapauTV. Ich bin der Olli und heute geht es weiter mit Forza Horizon 4 mit der Serie 36, dem Herbst-Forzathon. Doch wie immer zuerst ein kleiner Blick in den Shop und wir sehen zum einen den Lexus LFA in Episch sowie den Bugatti Divo in Legendär. Des Weiteren haben wir noch den legendären schwarzen modernen Rennhelm und dazu passend schwarzer moderner Rennanzug, ebenfalls legendär. Und jetzt geht es weiter mit dem Herbst-Sorsaton, der nennt sich dieses Mal Zeher Knochen. Und in Kapitel 1, ein Teufelskerl, dürfen wir einen beliebigen SUV besitzen und fahren. Kapitel 1, ein Teufelskerl, ist absolviert. In Kapitel 2 im Eimer dürfen wir insgesamt 10 Mülleimer-Fähigkeiten ausführen. Hierfür bin ich nach Edinburgh gefahren und habe so jeden Mülleimer umgekickt, den ich gefunden habe. Kapitel 2 im Eimer ist absolviert. In Kapitel 3 über Stock und Stein müssen wir insgesamt 3 Querfeld 1 Rundstreckenveranstaltungen gewinnen. Hierfür gehen wir wie immer über den Kartenfilter, wählen Querfeld 1 Serie aus und suchen uns die Strecke aus, die wir dreimal gewinnen wollen und unser Fahrzeug zugelassen ist. Kapitel 3 über Stock und Stein ist absolviert. In Kapitel 4 nur ein kleiner Stupser müssen wir insgesamt 10 Lackschadenfähigkeiten ausführen. Hierfür gehen wir auf die Autobahn und kratzen so ein paar Autos weg. Kapitel 4, nur ein kleiner Stupser, ist absolviert. Und der Herbst-Forzathon Zeher Knochen ist abgeschlossen. Vielen lieben Dank, dass du mein Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir weitergeholfen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da, einen positiven Kommentar und ein Abo, falls du noch nicht abonniert hast. Wenn das nicht der Fall sein sollte, bitte auch ein Dislike, Abo kommentieren. Und in diesem Sinne, wir hören uns im nächsten Video.